Willkommen zurück. Nun, du läufst ja hier hin und her, was ist denn los? La la la, na, weiter. Ich wollte dich nicht aufregen. So, jetzt gehen wir mal rüber. Eigentlich in diese Richtung, also da Richtung Brücke. Da sitzen ja noch ein paar Leute rum, ne? Ach nee, halt, stimmt. Ich wollte erst mal gucken wegen einer Werkstatt, ne? Wegen einer Werkstatt. Was heißt Werkstatt? Wegen Holztellern und so ein Kram für die Küche. Das bringt ja sonst auch nichts. Und dann können wir gleich nochmal ein, zwei Wohnhäuser bauen. Ich bin am überlegen, ob ich das dann so gerade durchziehen will. Und doch mal ein bisschen versetzt. Also ganz gerade ist es ja nicht, aber... Mann! Er hat ja gute Arbeit geleistet. Wohnhaus. Na, zeige mal her. Kann man schon große Häuser bauen, oder... War schon richtig. Einfaches Haus. Einfaches kleines Haus, einfaches Haus, großes Haus. Und hier passen dann auch nur drei Leute rein, oder was? Oder wie sehe ich das? Willst du nicht noch was dazwischen setzen, irgendwas? Willst du sie wirklich jetzt so da drin klatschen? Na, da müssen wir so gucken. Das müsste ja halbwegs eigentlich soweit sein. Ja, Entschuldigung, ich bin ja aber ein Schiddy. Verkehrt rum. Recht rum. Ah, ja. Ja, ist doch gut. Ich guck doch nur hier wegen gerade und so. Na komm. Ja. Wirklich da hinsetzen jetzt. Sicher. Naja, so ganz gerade ist es nicht. Muss ja auch nicht. Bin ja nicht da gerade. Geradeheitsfetischist. So. Aber wenigstens eine Flucht so halbwegs. So, Pi mal Daumen so. Wo rennst denn du jetzt hin? Willst du uns verlassen? Gucken auf der Straße, ob alles in Ordnung ist. Nicht irgendwelche Raser da rumlaufen. So, gut. Machen wir hier schon mal anfangen, schnell das Fundament und so. Müsste eigentlich schon reichen, oder? Gibt es ja noch Steine. Ich brauche noch Steine. Okay. So, was ist denn los jetzt hier? Ich muss von der Hartruhe, von der Treppe aus. Den Holzstamm. Was guckst du denn jetzt? Guckst du, bist jetzt sauer, weil das Haus kleiner ist wie eures? Ich meine, größer. Ja, wäre der Mann kein Holzfäller geworden, hätte er sich auch so eine große Hütte leisten können. (lacht) 26 haben wir noch drin. Zähne brauchen wir jetzt auch schon mal. 26 wirst du nicht gleich tragen können, ne? Ja, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Hm.
Na, immer zu viel. Na, geht noch, nur gelb. Alles klar, alles klar. Schleppe ich jetzt dahin. Was machst du jetzt noch im dunklen Holz oder was? Unbedingt eine Werkstatt, unbedingt. Manchmal haut er da oben einfach das Zeug hinein. Oder komme ich sogar so hin? Ist das flacher wie eures hier drüben, ne? Fehlt Stock und Holzstämme. Doch, bin ich dafür. Könnt euch wohl nicht leiden jetzt. Jetzt ist es aber, ne? Weil nebenan ein größeres Haus kommt. Ja. Aber je größer das Haus, umso mehr muss ich sauber machen. Muss es auch mal so sehen. Kleines Haus, wenig sauber machen. Na, kommt drauf an, wie man wohnt, wie man lebt, ne? Vier Stöcke nur drin gewesen. Na, das ist aber noch nicht gute Arbeit geleistet hier. Sag mir nicht, dass wieder irgendwas fehlt. Ein paar Mal die paar Sachen noch nein. Das solltest du nicht anmachen. Also hier hätte ich gleich wechseln können, ne? Aber das mache ich dann alles separat. Die Holzstämme haben wir noch. Ja, Deko. Aber jetzt nicht. Was wollt ihr jetzt damit sagen? Aktuelle Dekoration. Leer. Alles klar, ist alles leer. Ich wollte ja nicht gucken, was wir hier brauchen. Noch mehr Holzstämme. Und noch mehr Stöcke. Oh ja, ich muss euch unbedingt hier was hinpflanzen. Ne? Irgendwann mal steht ja nur hier im Leeren rum. Das ist da kacke. Oh, Entschuldigung. Na, ihr kommt euch wohl näher, ich halte über die Klappe. Achso, du hast ein paar Vorschläge, na dann. Hau mal raus. Hä? Hä? Ja. Entschuldigung, war mal Hammer. Ja, komm, dann erzähl mal, was hast du denn für Vorschläge? Na, dich genau ansehen, ja, unterhalten, ja. Ich denke, du hast ein paar Vorschläge. Ich kann dich einfach dazu bringen, mein Herz in meine Arbeit zu legen, was? Ach, willst du was anderes machen? Weil ich finde schon einen anderen Holzfäller. Kein Problem. Wie wär's denn, wenn du... Kräuterhütte, hä? Oder Koch, oder... Oder nicht? Oh, hier hinten noch. Sag mal, wie schnell bist denn du? Kann man jetzt noch mal gucken, was du da drauf hast? Was für ein Zeichen sind da jetzt Koch? Das ist Fisch, das ist da, das ist Diplomatie, das ist Jagen, Dings. It's time for a beverage. Die Küche. Zustand 93. Oh ja, die Jagdhütte ist schon runtergewirtschaftet. Der Brunnen ist schon runtergewirtschaftet. Okay. Dass du das nicht lernst, immer die richtigen Tasten zu drücken. Was kann man alles schon? Gebratenes Fleisch. Wieso gibt es denn zweimal gebratenes Fleisch? Hä? Gebratenes Fischfilet? Hä? Wieso gibt es denn hier alles doppelt?
Eintopf doppelt, Kohlsuppe doppelt. Rote Petersuppe, rote Petersuppe. Ach so, weil es andere Rezepte sind, oder was? Ah, Salzfleisch, okay. Salzfleisch und gesalzenes Fleisch. Ah, verstehe. Ah, mit Salzfleisch, ah, mit normalem Fleisch. Okay, okay, okay. Schon gedacht, das Spiel hat eine Macke. Aber hat es nicht. Okay. Alles klar. Wir wissen nicht, ob du als Kochbäcker geeignet bist, aber wieder, ne? Ich schätze nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann mitleuchten. Und, ja, wir gehen auch schon mal schlafen, dann gehen wir schnell rüber und holen noch jemanden. Ne? Also für die Küche und ich muss noch mal gucken, dann irgendeine Werkstatt geben oder sowas, nicht? Bis zur nächsten Jahreszeit wäre ich schon übertrieben. Okay, ich habe in der Fackel geschlafen. Das ist nicht schön. Oh, dann gehen wir mal gucken. Ja, du kriegst was zu trinken. Noch mal schön ein Absüffeln hier. Dann kriegst du noch was zu futtern. Was haben wir hier eigentlich für Punkte gekriegt? Diplomatiekenntnisse. 5% Erfahrung gewinnen bei diplomatischen Aktivitäten. Was ist noch? Romeo. Zuneigungspunkte bei Unterhaltung mit. Achso, mit deinen Angebeteten. 20% mehr Runde. Der Effekt agiert sich auch von anderen Spielern. Dann nehmen wir doch lieber ne? Was haben wir denn hier? Produktion. Ich hab doch Kochwissen geskillt einmal, wieso kann ich denn dann immer noch nicht kochen? Papa vom Palmmaterial zu senken. Kochexperte. Na, das bringt uns ja nichts, aber hier, das ist. Oder Nährwissen. Na, Näherei. Handwerkliches Können. Werkstatt. Das ist eine Werkstatt, müssen wir unbedingt mal schauen. Die muss ja nur auch schon bauen können, oder nicht? Na los, rüber mit dich. Schön, das Wasser sich jetzt, ne? Alles rein. Ich hoffe, dass das Bild jetzt mal nicht so zittert, ne? Was ist denn hier der Abwasserkanal oder was? Das bringen wir lieber drüber hier. Müssen sie nicht hier nicht nochmal irgendwas anstecken. Und aus dem Fluss trinken wir. Na ja, gut. Wenn der Fels blockiert, kannst du alles nicht wegmachen, ja, ne? Schade, ich dachte, wir können sie untergraben. Also ein. Nee, wir kriegen immer nur zwei Leute in eine Hütte, gell? War das nicht so? Weil da drei Betten drin waren, das war dann fürs Kind, glaube ich, ne? Maybe I'll start. I've been sober since last Hühner und du. Hühner und du. Ne, was kannst denn du? He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. Ja, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Meins ist ja bald soweit, ne? So. Wer vielleicht. I wouldn't mind if the king resigned from the throne. Or if somebody helped him to resign. Ja, Diplomatie. Ja, auch Diplomatie, ne. Hühner. So, nun. Hello there. Jo. Komm mit. You know how it is. Natürlich das Essen ziemlich schnell, Alter, ne? Ach komm, dann nehmen wir dich auch noch mit. Da musst du eben, ne? Was ist denn jetzt los? Was machst denn du so? Da musst du eben im Freien schlafen jetzt auch mal, ne? Ich muss auch mal die Hütte noch fertig machen. So, da haben wir jetzt drei neue Zugänge. Wo ist denn der dritte? Wer läuft denn da hinten rum? Ja, aber auch.
Links rum, recht rum, recht rum, recht rum, recht rum. Verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Essen, schlafen. Ich hoffe, dass wir die große schnell fertig kriegen. Und gleich ein paar Zweige mit und so. So, jemand für die Küche. Dann müssen wir noch jemanden mit ins Jagdhaus stecken. Die Kräuterhütte, die Jagdhütte, das ist dann schon mal belegt. Ach ne, ja, die Küche, ne? Küche, ja, also Küche, Kräuterhütte. Dann hätten wir ja eigentlich schon fast alles. Hier soll ich Tried mitnehmen. Na, aber es ist natürlich ein Essen, ne? Wieso muss die eigentlich mit dem Steinmesser rumlaufen? Wieso nimmt die keinen Bogen? Wieso verlangt die keinen Bogen weiter? Du. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen mit der Hütten. Sollten wir eigentlich noch schaffen. Ja, mal sehen, wie lange hier noch rumhüpft. Und Regorin euch auch schon auf dem Kicker heute, ne? Wisst ihr Bescheid. So, woran liegt es? Was brauchen wir denn jetzt alles? Ist doch schon wieder so ein Hammerteil. Ich mach das jetzt mal so, ne? Was war jetzt hier? Zwei Holzstämme. Ich kann das so machen. Stumm. Fertig. Oh, okay, ist doch immer so weit, oder was? Nee, nee, ich will jetzt nicht so werden hier. Hier fehlt noch ein Stamm. Mir fehlen noch zwei Stämme, also nur noch Stämme. Da wir unsere Holzfälle eigentlich schon fertig gemacht haben, eine Werkstatt können wir da noch bauen, da können wir den dritten in die Werkstatt stecken. So, drei Holzstämme gerade mal, das reicht noch nicht, Kollege, das reicht noch nicht. Das reicht nicht. Mach mal schneller. Und soll das hier, zwei Holzstämme fehlen noch. Du wirst so noch zwei Holzstämme. Ach nee, drei. Das sollte doch nicht hier. Drei fehlen noch. Na gut, dann können wir schon mal schnell in die Verwaltung. Das ist schon Jägerin. Du. Also du. Kein Haus, kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Naja, warte nur mal ab, mein. Geh erst mal hier arbeiten. Willst du nicht? Oder was? Die Kräuter heute hätte ich gerne. Achso, geht nicht, kann ich nicht zuweisen, weil stimmt kein Wohnhaus hat oder was. Komm. Nein, mach doch mal hin, Mensch, muss ich wieder selber ran oder was? Mann, für was habe ich nicht eingestellt? Na gut, bist ja nicht im Herzen an der Arbeit, ich weiß. Hast du ja gesagt.
Komm, mach. Kein Lust, jetzt nochmal selber ein paar zu hacken. Nein, oder muss ich doch selber hacken? Naja, weil ich nur selber hacken müssen. Haben wir eine Axt? Nee, ne? Haben natürlich keine. War ja natürlich klar. Dum 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 dum. Jetzt gerade im Herbst, wo die ganzen Pilze hier wachsen, da willst du jetzt nicht sammeln gehen. Oh, der erste ist schon angekommen. Verdammt, das Haus ist noch nicht fertig. Kriege ich da drei rein eigentlich? Nee, ne? Was fehlt denn jetzt noch? Stock? Noch ein Stock noch. Ja, jede Menge Stöcke. Weil die das Haus beziehen, haben sie auch was zu essen und was zu trinken, ne? Glaubsch. Mal das auch neu belegen. Und du hast nichts weggeschmissen. So. Mal geguckt, alles klar. I can't recall the taste of food. Na, kriegst du ja gleich zu essen. Jetzt war vorhin auch schon mal versprochen, ne? Aber. Na, gibt den Hölzstamm mehr. Na, warte, Hütte ist gleich fertig. Moment. Kommt gleich. Ganz frisch. Gerade reingekommen, das Haus. Nagelneuer Zustand. Noch kein Schimmel, nichts, alles da. Wo es hingehört, ne? Fertig. Noch fehlt noch was. Guck mal rein, ne? Hier stehen doch vier Betten. Da können wir doch drei Leute mit Sicherheit unterkriegen. So, also. Verwaltung. Düdüdüd. Ach, Kräuterkunde, okay, du wohnst ab sofort. Ach, Schitti. Ja, Wohnhaus. Leeres Haus zuweisen. Einfaches Haus. Bestätigen, ne? Da passen vier Leute rein. Guck mal hin. Da guck mal hin. So, du bist in der Kräuterhütte angestellt. Kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Wie kein Essen, kein Wasser, kein Holz? Was? Hier Kräuterhütte. Du. Na, was soll denn das? So, die macht Kräuterhandlung, wohnt, hat ein Wohnhaus, jawohl, so er hier noch. Na, rein mit dich. So, und du gehst. Du gehst. Einfach mal in die Küche, ne? So. Eigentlich müsst ihr doch alles Wasser haben. Wer fehlt jetzt noch? Er, ja, sie hier. Der Slot. Ja, wieso denn? Wieso kann ich denn dich jetzt nicht mit? Ich denke, da passen vier Leute hinein, das Haus. Hä? Das ist natürlich. Muss ich jetzt. Nein. Die haben alle eine 1 beim Kochen, bis auf die Jägerin, ne? Die macht 3. Warte mal, dann. Die Jagdhütte, Küche. So. Und dann machen wir.
Richtig. Ich spring mit in die Jagdhütte. Eigentlich könntest du da ja auch erstmal hausen und wohnen, ne? Nur mal so. So, das haben wir. Er gebracht eine Arbeit. Er ist im Holzfäller geschoben. Das war der falsche. Er gebracht eine Arbeit. Dann stecken wir dich auch schon mit in die Jagdhütte. So. So, die Partner aus. So, Essen und Trinken fehlt. Wir können jetzt Essen und Trinken fehlen. Halt, warte mal. Achso, ja, warte mal. Wie ist denn das? Wenn die die Eimer leer gemacht haben, schmeißen die hier rein oder sind die Eimer drin? Gott, ein Eimer haben wir drin. Was ist, wenn ich noch ein paar Eimer hole? Da können wir doch noch mal einen hier zum Wasser abstellen, hinstellen. Achso, du hast ja auch Hunger. Gut. Dann haben wir das auch mal gemacht. Ich kümmere mich drum. Was wollte ich denn jetzt? Achso, da sollte was essen. Da werden es vergessen. So, hier rein damit. So, jetzt verstehe ich aber nicht, warum die jetzt nicht genug zu trinken oder zu essen haben. Hab doch hier genug Essen eingeklatscht. Ein Monat fehlt, ist klar. So, und Holzschalen fehlen, ne? Das Essen ist doch drin hier. 47 Stück. Wasser könnte knapp sein, vielleicht, eventuell, ja. Wo sind die ganzen Eimer hin, diese hier? Die sind dann weg, oder was sind dann verbraucht, oder was los? Das ist ja Blödsinn. Das ist ja sehr nachhaltig. Sehr nachhaltig, wenn sie die Holzeimer, die schönen Holzeimer wegschmeißen nach dem Trinken. Das ist ja. Ich hätte gedacht, die schmeißen die Eimer dann da ins Lager rein. Die leeren. Und der holt sich wieder raus zum Vollmachen. Der. Lass mal gucken, wenn ich denn dafür abstempel hier. Lass mal, brauchen wir noch ein Wohnhaus, ein kleines, verdammte Axtmann. Ich hab gedacht, da passen mehr, nein. Weil da stand 0 von 4. Das ist natürlich doof. Na gut, ich kriege gerade noch einen kleinen Vorgarten, ist klar. So wie es da in der Stadt aus, so rundrum Dingsbums. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir hier noch eine Hütte hinstellen oder was? Mal ein bisschen eingeschrägt. Ja, so. Na gut. Machen wir mal ein kleines hin, ne? Andersrum. Darüber können wir noch. Stell das mal so hin. Oh, das ist aber ein ganz schön hohes Fundament, du. Naja, gut. Ist halt so. Und da liegt noch Steine rum. Dö. Gut. Dann war es das heute auch schon mal wieder, ne? Ich hoffe, dass er dann genug Holzstämme hat. Dann bauen wir hier nämlich auch schon mal noch den Weg hier durch. Hier so rum. An den Häusern dann vorbei. Ja, üben, ne, könnten wir dann auch noch, ne? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich. Oder ich muss die Straße in der Mitte so durchführen. So mittig. So. Da passen auch noch zwei, drei Wohnhäuser hin, ne? Mit ein bisschen Vorgarten. Ja, werde ich dann sehen. Oh, ja, halb Steine hier. Wo kommen die alle her? Jetzt mit einmal Haufen Ameisen kriechen hier rum. Junge.
Hä? Ja, Steine jetzt mit einmal her. Steine wachsen ja wie nüchter. Nur die Bäume wachsen nicht noch. Gut, dann ist aber auch Schluss, ne? Bis die Tage. Tschüss.